Ah, da hinten laufen sie. So die Frage, wie lange? Zack! Da läuft er nicht mehr. Scheint aber auch nicht. Ist der tot oder tut er nur so? Der ist echt tot. Alter, was ist das für eine epische Pose, um zu sterben? Ist ja mal. Alter, geil! Mensch, jetzt lass den Kopf doch nicht so hängen. Also wirklich. Lass den Kopf nicht hängen, Kumpel. Es wird schon wieder. Glaub mir. Wieso hat der einen Amethyst? Natürlich, jetzt ist mein Task. Wenn ich schaue noch mit dem Bild. Danke, dass du weggegangen bist. Ich hasse es. So, Objekte. Alle, was brauche ich denn nicht? 7 muss ich loswerden. Ich habe da bestimmt wieder irgendeine Bekleidung, die ich nicht brauche. Das habe ich alles ausgerüstet. Ich sollte mal wieder Sachen verkaufen, glaube ich. Waffen. Ich brauche aber alles. Das Problem ist wirklich, alles brauche. Stab der Zombies. Ach komm. So. Das kann ich nicht wieder normal laufen. Ha, sehr schön. Dann, Schattenfell. Wo bist du? Da. Ich wusste doch, ich habe dich gehört. Auf geht's, Schattenfell. Lass uns reiten. Sieht so aus, als wenn wir dort hinten hin müssten. So, jetzt die Frage: Wollen wir den Büffel da töten? Ah! Ich hasse es. Ach, Menschenskinder. Ich müsste dann nochmal gucken, ob das irgendwie an Einstellungen liegt oder so. Aber, ja. Festung Graumoor entdeckt. Muss ich aber nicht hin. Und deswegen greife ich die Festung jetzt auch mal nicht an, obwohl es wahrscheinlich schon echt Spaß machen würde. So. Oh, fuck, das Mammut. Alter, Mammut, was machst du? Mammut? Was machst du? Willst du mich angreifen? Mammut, du bist doch nett. Du magst mich doch. Ich habe dir nichts getan. Warum muss das genau in dem Moment das Bild da? Na, oh, scheiß Bild. Okay, jetzt Mammut haut ab. Sehr gut, bin ich zufrieden. Schattenfell. Sehr schön. Perfekt. So kommt man auch weg. Und selbst wenn ich hätte jetzt fertig, könnte abhauen. Da ist noch ein Elch, den lasse ich jetzt auch mal in Ruhe. Und wenn ich springen drücke, dann sollst du gefälligst auch springen, Schattenfell. Kann man eigentlich. Ah, man kann auch mit Schattenfell Slow Walk machen. Das ist doch mal cool. Schön, was man so nach Ewigkeiten spielen endlich mal so rauskriegt. Ah, da hinten ist ein Wolf oder sowas. Da ist ein Fuchs. Na, es tut mir leid, ich weiß nicht, woran das liegt, ansonsten werde ich es beheben. So. Nichts gesagt. Alles in Ordnung. Bleib stehen. Bleib so. Bleib. Ja, bleib, 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 bleib. Oh. Ups. Habe ich wohl was übersehen? Wo? Echt jetzt? So. Stirb. Das war jetzt ansatzweise gut getroffen. Da kommt der andere. Ja, Face! Hab ich dir wehgetan? Es tut mir aber leid. Huah, 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 huah. Sehr schön. Okay. Wegstecken. Und einen Mammut angreifen? Ja, wir greifen jetzt mal einen Mammut an. So. Ene mene Mopel. Wer frisst? Popel, die sind saftig. Wieso merkt er meinen Angriff nicht saftig? Ja, scheiß drauf, dann soll es nicht sein. Dann soll es eben nicht sein. Von mir aus habe ich auch nichts dagegen. Ach, rennen wir noch ein bisschen. Also muss ich.
Was zur Hölle habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe Alt und Tab gedrückt. Ah, okay. So, wo muss ich jetzt nochmal hin? Dort. Ja, also es ist kacke, wenn man sich mit seinem eigenen Computer nicht auskennt. Ich hoffe mal, also ich nehme jetzt, das kann, wollte ich eigentlich gleich am Anfang sagen, ich nehme jetzt mal testweise mit Fraps auf, um zu schauen, wie damit das alles so aussieht. Dementsprechend könnte es auch daran liegen, dass das jetzt alles so komisch ist. Aber mit etwas Glück funktioniert alles super. Und dann kann ich mich freuen. Seid denn ihr da? Ein Gefangenentransport! Ach, cool. Ich mag Gefangenentransporter. Nicht, wenn das so ist, aber ich bin gerade eben wieder drauf gekommen. Soldaten schon befreien und Gegenstände aufteilen. So, jetzt bin ich wieder drin. So. Der hat nix. Der Idiot hat nix. Was soll die Scheiße, ey? So. Oh. Das könnte jetzt etwas blutig werden. Uah. Stopp. Egal wer. Einfach mal sterben. Einfach mal ein bisschen reinsmashen. Uah. 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 Zack. Like a boss. Sehr schön. Bleib hier. Halte die Augen offen. Mach ich. Talos möge euch leiten. Danke. So. Hehe. Dann nehmen wir mal die Fackel noch. Fackel passt nicht rein. Oder? Ja, alles ist gut. Hast du noch ein paar Bögen, Pfeile? Ja, ein paar Bögen hat er auch. Eigentlich bräuchte ich jetzt nochmal wieder so ein Schwert, weil ich will eigentlich nicht unbedingt zweihändig kämpfen. Obwohl das schon viel Spaß macht. Schattenfell. Hast du echt so viel Angst oder habe ich dich dort geparkt? Oder willst du mich nur auf das Ding da? Ach, das ist ein Stein. Ich dachte, das wäre irgend so ein Büffel oder sowas, aber. So ein Stein, okay. Ja, Augen sollte man beim Spielen schon aufmachen. So. Dann reiten wir weiter. Dort hoch müssen wir. Mal sehen, ob es irgendeinen Weg gibt. Höchstwahrscheinlich nicht, deswegen jetzt vergeudete Zeit. Aber ich mag vergeudete Zeit. Die ist nämlich dann schon mal verstrichen. So ein Streicher hier. Okay, wie gesagt, vergeudete Zeit. Also hier geht's weiter. Wird bestimmt hier irgendwo dann ein Eingang kommen oder irgendwas. Vielleicht bin ich auch schon vorbeigelaufen. Lauf jetzt einmal um den Berg drum rum und direkt hinter mir war es oder sowas. Sowas ähnliches wird das passieren. Oh. Also immer wenn es dunkel ist, habe ich selbst vor Bäumen Angst, dass sie irgendwelche großen Monster sind. Und da habe ich mein Monster. Versklavter Geist. Tut mir leid. One Hit. Dietrich. Wuhu. Hatte ich keine mehr. Alter, die kritischen Treffer sind ja mal so geil. Alter, hier sind lauter solche Geister. Das wird ein Spaß. So, der da kommt gerade auf Patrouille runter. Ah, ein Drache! Fuck, was macht hier ein Drache? Alter, warum muss immer ich so ein Glück mit den Drachen haben? Wieso bewegt er sich? Warum zur Hölle bewegt er sich? Zack, oh. Doch, ich hab getroffen. Zack. Abenteuergeist. Singt das Abenteuerlied. Das A-B-E-N und Zott. Alter, dieser Drache. Warum muss eigentlich immer zu so einem ungünstigen Zeitpunkt ein Drache auftauchen? Okay, dann kann ich mich entscheiden, Drachenjagd? Oder wer hat mich zu. Wer zur Hölle hat mich entdeckt? Ehrlich jetzt. Egal. Gehen wir erstmal hier hin. So ein Drache sieht man nicht alle Tage, ne? Das muss man mal sagen. Aber egal, solange er mich nicht angreift, ist ein friedlicher Drache. Weil Drachen sind ja, wie gesagt, total missverstandene Wesen. Die sind eigentlich komplett nett. Oh, der hat mich entdeckt. Es tut dir leid. Es tut mir auch leid, dass mein Bildschirm die ganze Zeit angeht. Also. Lachsbraten. Ah, cool. Ja, mir tut's auch leid. So, solange wir nur gegen Geister kämpfen, ist ja alles in Ordnung. Wir sind ja schön schwach.
Ein Schuss und die sind weg oder ein Schlag oder was weiß ich. Dort oben hin oder dort unten rein? Erstmal dort oben hin, weil da müssen wir eigentlich nicht hin. Wow! Hallo Grafikbug! Willkommen in meiner Welt. So. Ah, hier hoch. Ja. Sieht doch elegant aus mit Schattenwellen. Warte, ich passe auf die langsame Tour. Ah, ne, war noch grafikbackiger. Ich dachte, es würde das Spiel jetzt beruhigen. Wow! Alter! Nein! Nicht jetzt! So! Nicht jetzt! Stirb! Bevor mein scheiß Ding wieder angeht. Schattenfell, hilf! Du willst kämpfen? Du willst echt auf die Tor kämpfen? Oder der Drache hat mich gesehen. Du willst echt kämpfen? Na, komm her! So macht man hier Magie. Yeah. Sehr schön. Stab der Funken. Gewicht 8. Lager. Ah, das ist nicht. Oh! Fuck. Da ist der Drache. Da ist der Drache. Da ist der Drache. Schattenfell. Schattenfell. Ich bin gerade ein bisschen angeschlagen. Seht ihr vielleicht. Oh. Tut mir leid, Schattenfeld, das musste sein. Wir müssen hier so schnell wie möglich runter. Boah. Fuck. Die Geister habe ich ja kein Problem, das geht auch noch in Ordnung. Es ist spaßig lange, damit mein Desktop die ganze Zeit angezeigt wird. Aber ein Drache, unter den Bedingungen. Schattenfeld rennt schneller. Wir müssen nach Weißlauf, da sind wir sicher. So, ich glaube, er hat uns in Ruhe gelassen. Nein, Musik hat wieder. Es kommt wieder Musik. Immer wenn Musik kommt, heißt das nichts Gutes. Oder? Ich kann gerade meinen Kopf nicht drehen. Ich glaube, wir sind ihm entkommen. Ja, er ist weg. Sehr schön. Ich weiß, eigentlich wollte ich gegen die Drachen kämpfen. Aber, oh, da hinten ist er. Aber nicht auf einem Berg. Also jeder, der auf einem Berg gegen einen Drachen kämpfen will, den erkläre ich höchstpersönlich als verrückt. Besonders wenn die ganze Zeit das Desktop angezeigt wird. Und wenn man dann auch noch angeschlagen ist, dann, boah, ist richtig schlimm. Also eigentlich habe ich jetzt gerade wieder eine Quest von den Gefährten, ne? Also eigentlich müsste ja auch ein Gefährte bei mir sein. Die meinten ja, Schildbruder, hier, wir sind an deiner Seite. Kämpfen zusammen. So, Bro for Ho und sowas, ne? Aber ist keiner da. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay, jetzt bin ich schnell. Ich höre den Drachen immer noch fliegen. Ich sehe ihn aber nicht mehr und alles, was ich nicht sehe, ist nicht da. So einfach ist das. So einfach mache ich mir das jetzt einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. So, dann gehen wir hier rein. Dann kann er uns auf jeden Fall nicht mehr kriegen. Steigen wir vom Schattenfell ab. Yep, natürlich hier. Oder noch sonst. Und was denn das da? Spinnenweben, oder? Ja. So, bevor ich da reingehe, schaue ich jetzt. Ne, ich weiß eh nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber kann ich es auch nicht beheben, dass die ganze Zeit die Discord angezeigt wird. Tut mir jetzt, wie gesagt, leid für euch. Besonders, weil es dann immer wieder doof aussehen wird. Aber. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es jetzt in Zukunft besser klappt. Erstmal schleichen. Boah, Feuer. Yeah, ich fühl mich cool. Ja. Wer kann sich nicht cool fühlen? Fühlen, wenn er Feuer, ja, nicht speien, aber schießen kann. Schleich, schleich, schleich. Sneaky Mode activated. PewDiePie for the win. Sieht so aus, als wenn hier gar kein Gegner ist, oder? Genauso wie hier ist kein Drache, ne? Das hat uns bestimmt verloren. Oh, da ist auf jeden Fall gar kein Gegner. Komm her, komm. Oh, er lebt noch. Na, warum machst du es dann? Ach, der ist nicht tot. Achso, er hat keine Wahl und es tut ihm leid. Na, dann ist ja alles in Ordnung.
solange es ihm leid tut, dass er mich als versklavter Geist angreift. Ist da? Ist da ein Geist? Ist da? Ist da? Ist das Geist? Geistchen. Ach komm, ich trainiere noch ein bisschen meine Zweihandwaffen. Streitaxt. Das Himmelsland. Aber Rand. Nein, das wollte ich gar nicht nehmen. Okay, muss ich noch was wegwerfen. Weg, weg, benutze ich eh nie. Begräbnisurne. Ey, noch ein Zaubertrank wieder rein. Ich habe was gesehen. Feuer, okay. Ich habe einen Gegner gesehen. Ihr hoffentlich auch. Sneaky Mode. Du siehst mich nicht. Okay, ja. Du bist gezwungen, mich anzugreifen. Na dann komm. Oh, du lebst immer noch. Ja, treffen solltest du schon. Also mit Bogen ist schon cool, auch wenn man da öftmals nicht trifft. Willst du mich verkackeiern? Tot spielen kannst du wann anders. Warum treffe ich eigentlich auf tote Gegner immer einen Headshot? Oh nein, ich will hier nicht runterfallen. Aber die sind doch tot, oder? Also so würde ich nur da liegen, wenn ich tot bin oder gerade voll gechillt bin. Ja, die sind tot. Und dort hinten muss ich auch hin. Na dann, ihr kennt das Spielchen. Da, wo man hin muss, geht man am besten nicht als erstes hin. Sonst vergisst man immer wieder tolle Sachen in solchen Höhen. So wie hier zum Beispiel einen Trollschädel. Mach mal das Maul zu, das stinkt sonst hier. Ohne Gott. Ja, das lasse ich da natürlich drin liegen. Okay, dann gehen wir jetzt noch weiter. Ganz ehrlich, ich fühle mich schon ein bisschen allein gelassen. So, hier ganz allein. Das ist unfair. Ja, ich sage ich viel zu oft, dass etwas unfair ist, aber es ist einfach so. So, ich bin immer noch nicht ganz sicher. Deswegen. Ja. Heile ich den jetzt mal wieder zum Leben. Ich heile dich zu Tode. Geht noch was kaputt bei dir? Nee, es splittert bloß. Dann ist hier anscheinend auch nichts mehr. Hier ist auch nichts. Du da bist auch schon tot. Oh, ich habe das ganze Gold vergessen. Oh. Ja. Komm mal mit. Gold. So, dann liegt da noch einer. Voll gechillt an der Ecke. Aber nichts übertrifft einen gechillten Edge. Also der Edge von vorhin, der war ja das Beste von allen. Boah. Ich hasse es. Da war gerade wieder mein Bildschirm zu sehen. Alter. Ich bin zwar dumm, aber nicht so. Okay. Truhe leer. Wow, cool. Wow! Ich habe etwas gehört. Ach, da kommt mein Ziel lang gelatscht. Das bewegt sich zumindest. Ja, komm jetzt, mache. Gib mir den scheiß Schrei. Oh, er hat mich gehört. Wort der Macht. Oder so ähnlich. Da hinten müsste er jetzt eigentlich stehen. Oder dort unten. Geh ich erstmal dran vorbei. Vielleicht ist er auch da unten drin. Ja, da unten ist er! Da unten! Mein Bildschirmschoner ist schon wieder. Okay, wieso sag ich immer Bildschirmschoner? Das ist gar nicht der Bildschirm schon, das ist der Desktop, der dank Windows 7 rechts unten diese wunderbare Taste mal angezeigt wird, wo ich da gar nicht hin will. Hey, ich sehe den Hebel! Ich bin gezwungen, euch in Ruhe zu lassen. Fackel hinzugefügt. So. Ich kann mich wieder bewegen. Cool.